Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Most Wanted. So, wir gucken mal, wie es unser aufgetunter Supra bei den Polizeifahrten macht. Ich meine, da müssen wir jetzt ja nicht so hundertprozentig auf Geschwindigkeit und Zeug achten. Mal gucken, was wir... Also einen Meilenstein müssen wir erreichen. Den Rest können wir dann halt eben über die Dings reinholen. Über die Blitzer, die ja dann deutlich schneller gehen. Aber mal gucken, wie das jetzt hier läuft. Du fährst aber auch echt immer die gleiche Strecke hier, oder? Zack, so. Einmal gerammt, jetzt könnten wir eigentlich direkt schon wegfahren. Du bist aber echt nicht so fit mit dem Wagen, oder? Kann das sein? So, du bist ja, glaube ich, ein frischer Wagen. Dann rammen wir dich doch mal. Und zwar kaputt. So, Fahrerflucht ist ja auch nicht verkehrt. Dann, ja, mal gucken, wie lang es dauert, bis wir hier ein paar Leute noch... Oh, da wollte ich eigentlich... Achso, du bist von selber da reingefahren, du Idiot. Na dann. Okay. Ah, du. Dann lass dich mal rammen, bitte. Danke. 2 von 35. Nicht nur eins, das waren mehrere. Ihr müsst ja schon ein bisschen die Wahrheit erzählen, ne? Ja, aber wie gesagt, dann könnten wir mal gucken, dass wir ein bisschen was aufbauen. An Verfolgern. Flupp. Kommt auf einmal so eine Feuerwehr vorbei. Okay, und einer hat es zerlegt, warum auch immer. Wahrscheinlich sind die auch wieder in irgendwelche Dinger da reingefahren. Kinders, ihr seid doch so unfähig. Der Code-6-Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Richtung Osten, an der Fairmount Road vorbei. Einsatzleitung, ihr bittet Absperrung östlich der letzten bekannten... Alles klar, ich hab ihn. So, hallo. Wir kennen uns noch nicht. Ich stell mich mal vor. So, vorgestellt. Immer noch der gleiche, oder? Ja. So wie es aussieht, war das immer noch der gleiche. An alle Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Westen. Wo ist der denn schon wieder abgeblieben? Ach, guckst du mal kurz nicht hin und zack, sind sie weg. Ich glaube, das wird erstmal nichts. Dann müssen wir das Ganze halt nochmal starten. Wie gesagt, so bis zum dritten Fahndungslevel sind die halt unglaublich inkompetent und ab dann kriegst du die gar nicht mehr los. Aber wahrscheinlich ist das halt auch Sinn der ganzen Sache. Gehe ich doch einfach mal davon aus, dass das so gedacht ist. Ram. Apropos zu hohes Tempo.
Hab ihn verloren. Kann nicht weit sein. Schickt weitere Einheiten, um das Gebiet zu durchkämmen. Zentrale, Fahrzeug gesichtet. Er flüchtet. Kommt ihr jetzt mal? Danke. So, dann haben wir hier ein bisschen weiter rumgerammt. So ist das ja auch schön. Ui. Stufe 3 schon mal. Dann schieben wir auch mal eine Runde, ne? Warst du neu? Haben wir dich schon mal gerammt? Ich glaube ja nicht, oder? Dich haben wir noch nicht gerammt. So, dann können wir ihn nochmal durchrammen. So. Ich tu mir doch nicht weh, ich tu euch weh. Oh, das war nicht gut. Gas geben bitte. Achso, wieso ist denn kein Nitro hier in dem Wagen mehr drin? Bleibt Information? Gut, dann würde ich gerne mal dadurch. Das hat gesessen. Hü. So, 2 Minuten haben wir schon mal. Hey, nicht aufhalten, du sollst eigentlich weggedreht werden. Von 35 schon mal gerammt. 9, 10, 11. Okay, wir werden aber jetzt hier ein bisschen festgesetzt, was mir gar nicht so zusagt. Weg. Na, zumindest hat das den Ram-Counter nach oben getrieben. Ach, und die verziehen sie jetzt direkt wieder, die Schweine. Na, 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 na. Ich habe einen Wagen gerammt. Meine Tätigkeit für heute ist damit erledigt. So, 13. Wird doch. Vielleicht soll ich bei den SUVs auch mal Speedbreaker benutzen. Zack. 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 Und zack. Ja, ich muss sagen, für die Polizeiwagen oder Polizeifunksjagen macht sich der Super echt gut. Lässt sich ziemlich gut lenken. Aber ich glaube, bei Rennen wird der wahrscheinlich nicht mehr so großartig mithalten können. Das würde mich doch sehr wundern. Sonne. Kopfgeld. Ja, es wird. Ich ramme wir mal. Oh, das war jetzt ein schwerer SUV. Interessant. Und noch einer. So, 4 Minuten haben wir schon mal. Das heißt, ein Drittel gerade mal. Haha. So. 19 von 35. Aber es wird ja hier langsam mit dem Rammen. Es werden ja auch ein bisschen mehr Leute gerade. Dann haben alle mehr Spaß, wie es aussieht. Genau, fahr doch mal da rein. Hat mich allerdings auch zu sehr aufgehalten gerade, merke ich. Aber ich glaube, besser als wenn die mich erwischt hätten.
Ja, sorry, ich muss halt hier ran. Das ist so ein bisschen Auftrag. Sonst komme ich nicht voran. Und ich würde halt gerne vorankommen. Ja, ich sehe es. So, jetzt bitte. Genau, bleib, lass dich nicht festsetzen und fahr weiter. So, immer noch 24. Okay. Du warst auf jeden Fall ein neuer. Ein Manuel, sozusagen. So, genau. Zwei mehr gerammt. Sehr schön. Na? Okay, das war's jetzt schon. Dann würde ich mal gucken, ob ich wegkomme. Gut, hier mal rechts rüber. Dann dahin. Und da können wir... Da können wir durch, wenn der uns nicht abgedrängt hätte. Na gut. Okay, das hält doch zu sehr auf, merke ich gerade. Danke fürs Rüberschieben. Boah, das hat mir gerade echt den Arsch gerettet, Kinnas. Ihr seid solche Arschlöcher. Och, Mann. Mann, och Mann, och Mann, diese beschissene Nagelbänder. Was das wieder an scheiß Zeit kostet hier, meine Güte. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. So, wie viele Symbole habe ich denn noch? Eins halt noch. Naja, gut. Dann kann ich jetzt zumindest die Fahndungsstufe behalten. Seufz also nochmal. So, guten Tag. Es ist so gut gelaufen. Es ist so gut gelaufen. Ist wieder so ein verdammter Mist dann hier. Aber dass diese Nagelbänder so scheiß permanent sind, das war doch in späteren Teilen nicht mehr so. Es wäre schön, wenn du da rausfahren würdest. Gut. Einheit aufgefallen. Aufgefallen. Jetzt hoffe ich halt, dass es jetzt mal klappt und wir nicht wieder geschnappt werden. Fahren wir da dran vorbei. Ja gut, das mit dem Kopfgeld läppert sich jetzt aber auch schon. Ja, ich sehe es gerade. Okay, das ging schnell. Na gut, da haben wir auch ordentlich jetzt ausschalten können. Dann gucke ich mal, dass ich loskomme hier. Hi. Da bitte einmal durch. Hat zumindest ein paar aufgehalten. Ja, mal sehen, ob wir den
Wieso brichst du denn hier aus, Auto? Fahr bitte, fahr da bitte durch. Ach du Heilige. Ihr seid doch irre. Oh. Ja, wie gesagt, jetzt so langsam werden sie echt ein bisschen aufdringlich und nervig, die Leute hier. Wo könnten wir euch denn mal wieder loswerden? Da zum Beispiel. Na, kommt mal her. Das hat jetzt nicht so viel aufgehalten, wie ich eigentlich wollte. Versuchen wir es mal mit dem Donut. Auch nicht so toll, merke ich gerade. Obwohl, na. Hui. Na? Ja, ich hab's gesehen. Wieso ist denn hier auf einmal so viel los? Bitte fahr runter. Och, Auto, das ist doch zum Kotzen hier. Das ist so zum Kotzen. Dieses scheiß Aufhalten die ganze Zeit. Es hat so gut funktioniert. Eine Straßensperre, bam, weg. Unfallexperten sind unterwegs. Sichert so lange den Einsatzort. Es ist auch mein ganzer schöner Status wieder weg. Ach Mann. Naja. Wie gesagt, ich finde das ist hier sehr, sehr ermüdend alles. Immer und immer und immer wieder den gleichen Mist. Aber es ist halt leider nun mal so. Aber ich finde also, der Wagen ist eigentlich schon gut. Der ist jetzt nicht irgendwie zu langsam gewesen oder so oder zu unhandlich. Es ist halt einfach, wenn man dann irgendwann mal diese 5 Sterne hat, dann kleben die an einem wie nichts Gutes. Und ein Fahrfehler und die brammen dich halt gnadenlos weg. Das ist halt eben das Problem bei der ganzen Sache hier. Ja, dann gucken wir mal. Ach so, du kriegst das schon wieder nicht gebacken hier. Hallo, na, wie geht's denn so? Bam. So, dich hauen wir einfach mal komplett weg. Ich möchte jetzt gern möglichst schnell möglichst viel Dings hier aufbauen. Haben wir dich schon gerammt? Ich weiß es gar nicht. Du rammst dich einfach selber irgendwo rein. Na gut, dann ramm dich halt irgendwo selber rein. So, da haben wir schon mal ein paar Verstöße. Da sollte ich vielleicht nicht unbedingt reinfahren. Das bringt nämlich nicht allzu viel. Das ist eine Sackgasse. Hallo. Na? So, na gut, die rammen ja von selber schon. Ist ja auch nicht so schlecht. Die schauen wir mal noch kurz weg. Oh, 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 oh. Na komm. So. Wie sieht's denn aus? Ja, ich hoffe halt echt mal, dass wir jetzt gleich mal ein bisschen was kriegen an Kopfgeldleuten. Oder halt, es wird möglichst schnell nochmal aufsteigen. Oder ich wechsle halt doch nochmal den Wagen. Mal gucken. Na, guck mal, Straßensperre. Wir haben vorsichtshalber auf dem wahrscheinlich
Apparat nicht funktioniert. So, da hättest du mich aber auch ziemlich übel zerlegen können. Na komm. So. Ist echt aber nicht allzu viel da, sehe ich gerade. Sierra 1 kommen aus Richtung Südosten. Ich müsste ihn jeden Moment vor dem Kühler haben. Und du zerlegst dich selber, okay. Aber gut, wir haben ja direkt wieder Verstärkung da. Na dann. Zack. Einmal kurz anrammen. Ja, wieder so ein bisschen Rattenschwanz wäre wieder ganz gut und dann halt in so ein Dings, um die abzuschütteln und halt Schaden und Rammgedöns zu verursachen. Das wäre so das Optimale eigentlich. Aber im Moment wollen die nicht so wirklich an mir rumspielen. Oder zumindest nur einer. Die wollen hier nicht mit mehreren draufgehen. So, zumindest schon mal Nummer 3 erreicht. Auch nicht verkehrt. Aber, achso, der hängt direkt hinter mir. Ich dachte gerade, irgendwie fehlt schon wieder hier Polizei, die sich mit mir beschäftigen möchten. Ah ja, guck mal, da sind ja ein paar. Und der andere verzieht sich einfach mal wieder. Wahrscheinlich hat er gesehen, dass er keine Chance mehr hat. Bam. So, 13.000 Kopfgeld. Wie gesagt, wenn nachher die Dicken kommen, geht das deutlich schneller. Haben wir gesehen. Jetzt fährst du schon wieder weg. Ja, ihr kriegt es aber nicht so ganz gebacken, oder? Dann kommt doch mal hier zum Aufschließen. Oh je, das war nicht gut. Ich dachte echt, wir kriegen das hin, dass die Kisten hier runter... Ich sollte mit diesen LKWs auch nicht so rumspielen. Die sind, glaube ich, echt nicht gut zum Benutzen. Na du. So, noch einen erwischt. Oh. Massengarambolage. So, schon mal ein bisschen mehr gerammt. Na, hier unten wieder die Sache mit den Pfeilern. Aber dich können wir rammen. Und fast einen Pfeiler anfahren. Okay, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Leute hier. Das hätte böse enden können. Okay, du warst also ein schwerer SUV, alles klar. Und der andere ganze Schamas bleibt aber zurück, okay. Wenn ihr denn meint. Dann können wir hier wieder ein bisschen weiter rammen. Und ich glaube, ich schaue mich jetzt hier mal wieder langsam nach Dingern um, um euch aufzuhalten, meine Lieben. So. Zack. Ein wenig Maskerambolage verursacht. Und vor allen Dingen halt auch Schaden und so. Achtung an alle Verfolgereinheiten. 8.20, 10.67 in der Straßenmitte. Wir hatten zu wenig Nagelwetter. Verdächtiges Fahrzeug ist weiter flüchtig. Fahr bitte. Danke. Pfeiler. Kommt ihr? Ja, gut. Na dann. Bam. Ich glaube, das hat jetzt nicht so viel gebracht, oder?
mit M, meine ich. Was, das ist echt schon? Ich dachte gerade. So, dann möchte ich gerne einmal dadurch. Du bist aber auch, glaube ich, nur allein gerade. Und wir haben noch... Wie viel haben wir denn eigentlich noch zu rammen? Na, 26, okay. Hallo, Straßensperre. So, bitte nicht allzu sehr aufhalten. Genau, nehmen wir die Mitte. Und Fallstoß. Was? Okay. Dann würde ich sagen, wir verziehen uns. Wenn das jetzt angeblich gereicht hat. Ich meine, wird mir zwar nicht angezeigt hier. Boah. Das war knapp. So, jetzt hör auf rumzuschlittern, Wagen. Fahr, gib Gas. So, wie können wir denn jetzt hier mal am besten die Leute hier loswerden? Nehmen wir den. Also er zeigt mir die ganze Zeit an, Meilenstein, Fahrzeugkontakt, aber wirklich gezählt wird das hier scheinbar nicht. Von daher, ich gehe dann lieber auf Nummer sicher. Ich traue der Sache nicht. Zack, das wären wir jetzt bei 33, jawohl. Ich muss halt eh nochmal gucken, ob wir die jetzt irgendwie loswerden könnten. Jetzt haben wir nochmal wirklich erreicht. Das Busdepot ist ziemlich scheiße, das kennen wir ja schon. Na? Wie geht's euch? Ihr lieben Corvettes. Mal so kann man da eigentlich ganz gut durch, fällt mir mal auf. So, hier können wir gleich nochmal was zum Einsturz bringen. Jawohl. Dich zum Beispiel. Da unten sehe ich Blaulicht. Ja, dieser Heli kommt gerade sehr, sehr ungünstig. Ich glaube, wäre der Heli jetzt nicht da gewesen, hätte ich vielleicht mal versuchen können abzuhauen. Boah, das wird eine extrem lange Folge wieder. Ah ja, das ist halt die Krux bei diesen ganzen Sachen. Und dann werde ich mir wahrscheinlich, auch wenn ich jetzt wieder geschnappt werde, werde ich mir wahrscheinlich wieder... Na gut, da habe ich jetzt wieder eine ganze Menge Zeit verschwendet hier. Von daher hoffe ich mal, dass wir die jetzt loswerden können irgendwie. Das hat euch nicht so interessiert, wie es aussieht. Wir haben zu große Schäden an der Maschine. Kehren zur Basis zurück. Nagelband haben wir es auch erreicht, okay. Ja, da müssen wir auch gar nicht so viel Dings machen nachher. Von den Radar-Dingern fällt mir allerdings mal auf. Von da ist vielleicht gar nicht so schlecht. Problem ist halt echt, die jetzt loszuwerden. Unser
Nicht ab. So. Nein, 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 nein. Dann heizen wir doch mal hier runter. Ach, diese Strecke. Wieso ist denn da kein Platz, um in der Mitte weiterzufahren? Ich fahre da, glaube ich, echt jedes Mal dagegen, wenn ich hier unterwegs bin. So, dann würde ich da vielleicht gerne mal vorbei. Nicht in diese Nagelbänder rein. Danke. Und ihr müsstet jetzt eigentlich komplett in Nagelbänder gefahren sein, meine Lieben. So, wo können wir denn jetzt hier mal ein wenig Polizei loswerden? Zack. Ja, was jetzt? Dann haben wir, glaube ich, müssen wir, glaube ich, gar keine Blitzer mehr machen. Allerdings haben wir halt echt das Problem mit diesen Straßensperren hier noch im Moment. Was wir halt jetzt auch nicht mehr uns fangen lassen dürfen. Wie erfolgreich war das? Einen einzigen. Hm. Das, mehr oder weniger. So, du hast hier ein Nagelband hingelegt. Das kann da allerdings mal weg. Im Moment tatsächlich gerade nicht. Das wäre nämlich ganz schön. Wenn wir dich nämlich jetzt hier loswerden könnten. Ach, der fährt da gar nicht rum. Scheiße. Einheiten der Code 3 Verfolgung. Fahrzeug wurde zuletzt gesichtet in Richtung Osten. Auf der North Bay Road. Absperrung erfolgt in das Zielgebiet. Einsatzkoordination erfolgt über TAC 2. Fahr bitte. Mann, warum liegt hier wieder so ein unglaublicher Mist im Weg, dass ich nicht weiterfahren kann hier? So, jetzt lass mich bitte in dieses Fluchtding und lass mich mal entkommen. Das wäre wunderschön. Du bist so ein Arsch. Fahr da bitte raus. Oh mein Gott, ey. Es hätte doch fast funktioniert. Wieso? Wieso muss denn hier wieder alles schief laufen? Fahr. Meine Güte, fahr. Du gottverdammtes Drecksding, es ist doch zum Kotzen. Oh Mann! Oh, geht mir das gerade auf die Nerven. Alles klar, also, ich kann den ganzen verdammten Mist neu machen. Wir sehen uns, wenn es zum Endboss geht. Das will ich jetzt euch nicht mehr antun. Ich muss mir leider selber antun. Bis zum nächsten Mal. Hoffe, ihr hattet doch ein bisschen Spaß gehabt. Ich meine, bis auf den Schluss ging es jetzt ganz gut, aber jetzt ist halt wieder eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Fortschritt komplett weg. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.